Michael Neder zeigt uns hier zwei Freunde bei der Brettljause. Ein Stück Speck liegt da am Tisch. Beide haben ein Glas Wein in der Hand. In dem Krug, der da am Tisch steht, ist wahrscheinlich der Wein drinnen. Und sie unterhalten sich, obwohl sie irgendwie so festgefroren sind. Einer schaut uns an und der zweite schaut den anderen an. Es hat was Magisches, nicht? Es sind in Wirklichkeit nichts anderes, unter Anführungszeichen, als zwei Döblinger Weinbauern. Das ist die Welt des Michael Neder, der ja aus einer Weinbauerfamilie kommt, auch ein gelernter Weinbauer ist, obwohl er dann in die Akademie, 7 Jahre lang auf die Akademie gegangen ist. Mit seinem Stil, der so reduziert ist und sehr, sehr auch dunkel bis zu einem gewissen Grad malt, hat er in den frühen Zeiten wenig Erfolg gehabt, ist wieder tätig geworden als Schuster. Der große Friedrich Gaumann hat gesagt, nein, das geht nicht, hat mit ihm sogar Bilder getauscht. Und Gott sei Dank war das so, weil dadurch haben wir ein doch relativ umfangreiches Oeuvre seiner Werke, die sich durch besondere Monumentalität und Ernsthaftigkeit auszeichnen. Ja, und vor allem ist er unverkennbar in seiner Handschrift, nicht? Also wenn man einmal sich den Michael Neder verinnerlicht hat, dann erkennt man ihn immer wieder, weil er so diesen eine ganz typische Art und Weise geschaffen hat, seine Bilder zu malen. Ja. Er ist auch relativ, unter Anführungszeichen, inhaltslos. Während, sagen wir, Gauermann, Waldmüller, die anderen großen Genremaler dieser Zeit immer irgendeine Belehrung erteilen wollen, irgendwas Moralisches, irgendeine Geschichte erzählen. Er bildet ab und lässt uns das Urteil zu, nicht? Ja, natürlich kann man darüber, so wie du bemerkt hast, dass der eine dorthin schaut, der andere dahin schaut, versuchen, das zu interpretieren. Der schaut in die Zukunft, ins Ungewisse, der ist heute ein Heutiger, präsentiert sich. Aber das ist nicht die Absicht des Herrn Neder. Naja, vielleicht ist es ein bisschen so, dass wir über ihn in das Bild einsteigen können. Wir können quasi... Er nimmt Kontakt auf. Er nimmt Kontakt auf und wir können... Es ist quasi eine Einladung, da jetzt vielleicht Platz zu nehmen und an dieser Brettljause irgendwie mitzunaschen. Und natürlich könnte man auch bei diesem Mann mit dem Mantel, den er anhat und den Stecken, den er in der Hand hat, dieses alte Symbol zu sehen, dieses... Es begibt sich einer auf die Reise, also ein Hinweis auf die Vergänglichkeit. Alles das hatten wir schon. Ja, nicht? Hatten wir schon beim Rumpler, wenn du dich erinnerst. Ja. Ich glaube, am 4. Dezember war das. Also natürlich kann man diese Dinge auch suchen, aber Interpretationen sind ja meistens in uns angelegt und Künstler können sie nur evozieren. Gemalt ist das Bild 1871 und damit streng genommen ja jetzt nicht mehr als Biedermeier-Bild zu bezeichnen, weil das endet ja bekannterweise im Jahr 1848. Aber für dich ist es ein... Innerlich auf jeden Fall. Biedermeier heißt auch eine Besinnung auf einzelne Personen, auf intime Situationen. Ein prachtvolles Beispiel und ich hoffe, Sie können uns in unserer Begeisterung Folge leisten.